Der Start ist frei. Start frei zum sechsten Rennen. So, die Teilnehmer biegen in die Gerade ein, nähern sich der exakten Startposition. Es geht dann in Kürze los, einmal mehr über 2050 Meter, dreimal Ziel im letzten Trabfahren des heutigen Tages. Der Start ist erfolgt, Start zum sechsten Rennen. Und Ragazzo an der Innenseite hat den schnellsten Start erwischt, gemeinsam mit Fiobano weiter außen. Fiobano übernimmt jetzt hier alleine das Kommando vor Ragazzo in zweiter Position. Dahinter ist dann Indio Corner an der Außenseite auf dem dritten Platz vor Vasco Ass an der Innenseite. Alles dicht geschlossen. Dahinter sieht man dann Outsider, Diamant und am Schluss im Augenblick liegt Red Phoenix. Es geht in dieser Formation zum ersten Mal die Gegenseite entlang. Fiobano hat das Kommando vor Ragazzo in zweiter Position. Vasco Ass dann auf dem dritten Platz. Dahinter dann weiter außen in vierter Position Indio Corner. Es geht gleich zum ersten Mal Ende der Gegenseite. Fiobano weiter vorne vor Ragazzo. Vasco Ass in dritter Position. Dahinter Indio Corner mit Red Phoenix an der Innenseite. Dann Outsider Diamant. So ist das Feld im nächsten Bogen. Die Spitze unverändert bei Fiobano. Fiobano bringt das Feld erneut die Gerade herauf vor Ragazzo. Fiobano, Ragazzo. Dann weiter außen Vasco Ass in dritter Position. Ihnen liegt dicht auf Red Phoenix und außen ist dann auch mit dabei in der dicht geschlossenen Gruppe Indio Corner. Am Schluss liegt Outsider Diamant. Es geht zum zweiten Mal am Ziel vorbei in die letzte Runde. Noch alles dicht zusammen. Fiobano vorne, jetzt vor Vasco Ass in zweiter Position. Ragazzo dann auf dem dritten Platz und dahinter weiter außen Indio Corner vor Red Phoenix und Outsider Diamant. So geht es zum letzten Mal zu Beginn der Gegenseite. Fiobano löst sich etwas von Ragazzo. Fiobano gleich Mitte gegenüber ist weiter vorne, aber außen, da kommt jetzt Vasco Ass mit nach vorne. Vasco Ass macht viel Tempo und ganz an der Außenseite kommt auch Indio Corner mit in die vordere Linie. Aber Fiobano vorne vor Vasco Ass mit Indio Corner, Ragazzo, Red Phoenix und am Schluss unverändert Outsider Diamant. In dieser Formation geht es in den Schlussbogen hinein und Fiobano weiter an der Spitze, jetzt wieder vor Ragazzo, der lässt nicht locker, die Spitze unverändert bei Fiobano, es geht um die Ecke in die Gerade, Fiobano löst sich wieder leicht von Ragazzo, Fiobano klar voraus vor Ragazzo, dahinter Vasco Ass in dritter Position, die Spitze bei Fiobano, Fiobano weiter vorne vor Ragazzo, jetzt kommt Red Phoenix in die dritte Position, Fiobano gewinnt als Favorit, Fiobano vor Ragazzo, Fiobano, Ragazzo, Red Phoenix. Dahinter noch Outsider Diamant auf den vierten Platz vor Vasco Ass und Indio Corner. Und hier ist die vorläufige Platzierung im sechsten Rennen des Tages. Es siegte mit der Programmnummer 4 Fiobano. Auf dem zweiten Platz die 3 Ragazzo. Auf dem dritten Platz die 2 Red Phoenix. 4-3-2 im sechsten Rennen. Vierter war die 1 Vasco Ass. Fünfter.
sorry, Vierter war die 6 Outsider Diamant. Auf dem vierten Platz die 6 Outsider Diamant. Ja, unangefochten zum Sieg. Fiobano, Mezzina, Barufolo.